Jetzt ist es möglicherweise soweit. Jetzt gibt es möglicherweise eine Vorentscheidung. Um 4.11 Uhr wurde der Bundesstaat Pennsylvania gedreht. Zunächst hat immer Kamala Harris dort geführt. Jetzt führt aber Donald Trump. Und vielleicht wissen Sie es noch, wir haben immer über Pennsylvania gesprochen. Wir haben immer gesagt, das ist der wichtigste Staat, der wichtigste Swing State, weil es dort 19 Wahlmänner gibt. Und weil man immer gesagt hat, das ist sowas wie der Mikrokosmos, wie Pennsylvania wählt, so wählt das ganze Land. Was sagst du jetzt zu diesen neuen Entwicklungen? Wer Pennsylvania gewinnt, gewinnt die US-Wahl. Und wenn es wirklich stimmt, dass schon der eine oder andere Fan in Florida beim Anwesen von Donald Trump auffahrt, Fahnen schwenkend und feiern, dann ist das ein erster Indikator, dass man ziemlich optimistisch ist im Lager der Republikaner. Wir müssen natürlich noch abwarten, wie sehen wir die Trump-Fans. Das sind ganz aktuelle Bilder vom Anwesen von Donald Trump. Da haben sich schon die ersten Fans versammelt. Die scheinen sehr siegessicher zu sein. Ja, vor allem seit die New York Times eben veröffentlicht hat, dass die Chancen extrem gut stehen für Donald Trump. Wiederholen noch einmal, was die New York Times geschrieben hat. Da gibt es einen Chancenbändel auf der Webseite der New York Times und das liegt momentan bei 69%, also eine recht hohe Wahrscheinlichkeit für Donald Trump. Das ist was absolut Neues, vor allem weil ja die New York Times auch nicht besonders Trump-freundlich ist. Insofern ist ihm schon eine große Bedeutung zuzumessen. Ja, weil die große Frage ist ja, die momentan sich alle stellen, gibt es überhaupt noch eine Chance für Kamala Harris, dass sie diese Punkte